Nachdem uns allen das Coronavirus ein Eucharistiefasten verordnet, werden wir an dem Ort und zu den Zeiten, an denen wir Wort Gottes und Brot und Wein miteinander teilten, für die nächste Zeit wenigstens einen Impuls miteinander teilen, wenn Sie mögen. Und wir beginnen heute mit dem Fest des heiligen Josef. Und zu diesem Festtag präsentiert uns der Evangelist Lukas im zweiten Kapitel die Geschichte der Wallfahrt der heiligen Familie nach Jerusalem. Hören wir einmal hin. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen, und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Wer es schon einmal getan hat, weiß es. Wallfahren ermöglicht gute Erfahrungen, die ein Leben vertiefen und verändern können. Wallfahrten sind vor allem aber ein uralter Ausdruck der Sehnsucht nach Gott. Die 3 jüdischen Wallfahrtsfeste, Ostern, Pfingsten und Laubhüttenfest, sehen eine Wallfahrt nach Jerusalem vor. Von Nazareth aus ist das eine Strecke von immerhin 150 Kilometern. Auch die Familie Jesu verändert sich auf der gemeinsamen Pilgerfahrt. Für Maria und Josef markiert die Reise einen harten Einschnitt. Sie erleben ihren 12-Jährigen, der eigene Wege geht. Einen Sohn, der Vater und Mutter verlässt
um nach Hause zu kommen. Ein Kind, das sich abnabelt, weil es eine andere Bindung spürt. Zumutungen, an denen die Familie fast zerbricht. Schmerzenskind. Doch seine Eltern behalten den Sinn für Gottes Weite, auch wenn sie die vielleicht nicht verstehen. Von Josef wird, wie so oft, nichts anderes berichtet, als dass er seinen Sohn vermisst hat. Von Maria heißt es an anderer Stelle, sie bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen.